Ja, und wir haben vorhin ganz vergessen, uns selber nochmal vorzustellen. Wir sind nämlich von der Digitale Darmstadt e.V., von dem neu gegründeten Verein, in dem man auch noch eintreten kann. Da sagen wir später auch noch ein bisschen was dazu. Das ist der René, ich bin der Björn und jetzt wollen wir gleich mal weitergehen zu unserem nächsten Redner. Hier ist nochmal die Danksagung an Anja und wir kommen jetzt zu Professor Dr. Thomas Pleil, der ja, sich beschäftigt mit der Transformation der Lehre. Gestern war es Twitter, heute vielleicht Snapchat. Was ist es morgen? Das ist die Frage, mit der sich auch jeder Professor, der in diesem Bereich lehren will, auseinandersetzen muss, weil es nämlich besonders schnelllebig ist. Und da muss man eben entweder so planen, dass das Studiengangskonzept immer wieder neu angepasst werden muss, oder man plant den Wandel direkt mit ein. Was Thomas Pleil gemacht hat, würde uns sicherlich jetzt erzählen. Ich werde es versuchen. Bevor ich inhaltlich einsteige, möchte ich noch eines loswerden, was mir wirklich wichtig ist, und ich glaube, das spreche ich für alle hier im Raum. Ich möchte Danke sagen. Danke an das tolle Team, das das hier alles auf die Beine gestellt hat. Und dieses tolle Team kann super organisieren, kann vernetzen. Sie können auch Headlines basteln, solche da, die sie mir dann gegeben haben. Als ich den Vortrag vorbereitet habe, habe ich gedacht, meine Güte, das klingt groß. Da kann ich eigentlich bloß unten durchlaufen und gucken, so hoch hängt die Latte. Also das ist ein bisschen eine große Herausforderung gewesen, die ihr mir da gegeben habt. Und ich versuche in Bausteinen dem Ganzen gerecht zu werden. Ich habe erst überlegt, ich mache irgendwie sowas wie eine Subline, Bausteine, wie man sowas machen kann oder so, aber es wäre nicht mehr twitterbar gewesen, ich habe darauf verzichtet. Ich versuche auf eine andere Art und Weise einzusteigen, aber ich bin kein Bildungspolitiker, ich bin auch kein Didaktiker, kein Gelernter, sondern ich stehe einfach hier als jemand, der angefangen hat, PR zu lehren in einem Studiengang für Online-Journalismus, und ich habe mir Gedanken gemacht, dieser Begriff Transformation, der ist so ein bisschen zwiespältig mir erschienen. Man hat irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl, Transformation bedeutet, ich habe da erstmal irgendwas, das kriselt so vor sich hin und ja, dann mache ich irgendwas und dann sieht es ganz doll aus. Fittig ist es nicht. Also Transformation wäre, glaube ich, falsch verstanden, wenn man denkt, man ändert einmal etwas und dann ist man irgendwie an einem Ziel, dann hat man transformiert und dann ist die Welt gut. Sondern ich glaube, wir brauchen dauerhafte Prozesse, wie wir Veränderungen sozusagen integrieren, sei es in die Unternehmen oder sei es in die Lehre, die Forschung etc. Ich möchte die nächsten Minuten über drei Schritte gehen, sozusagen gedanklich. Der eine ist, ich möchte darauf eingehen, wie ist eigentlich die Situation an der Hochschule, wie stellt sie sich für mich dar, was ist der Rahmen, in dem ich mich da bewege. Ich möchte dann ein bisschen außenrum gucken, ein paar Aspekte, die ich so wahrnehme, die wir so wahrnehmen, was sich in der Umwelt eigentlich tut. Und der dritte Schritt wäre dann die Frage, wie es so schön getextet war im Teaser zum Vortrag, wie füllt man sowas dann in Gläser, was sich so wahnsinnig schnell bewegt, was so wahnsinnig schnell fließt. Ja, ich habe es gerade gesagt, ich bin jetzt seit 11 Jahren an der Hochschule in Darmstadt angefangen, hat das Ganze für mich jetzt speziell mit dem PR-Schwerpunkt im Studiengang Online-Journalismus, und vor 3 Jahren habe ich begonnen, einen neuen Studiengang zu konzipieren. Wenn ich sage, ich, vielfältige Kollegen eingebunden, viele Gespräche eingebunden gewesen, natürlich mit Leuten aus der Wirtschaft, potenziellen Arbeitgebern, ehemaligen Studierenden und so weiter. Aber das Wort Online steckt natürlich überall drin in dem, was uns beschäftigt, und wie schnell sich das verändert, das ist ganz klar. 2004, als ich hierher berufen wurde, da fing das Ganze an, mit den Blogs in Deutschland populär zu werden. Wir haben sehr viel in Blogs diskutiert, wir haben Feeds abonniert von weiß nicht wem alles. Eine ganz neue, spannende Welt hat sich erschlossen gehabt. Wir hatten noch kein Facebook, wir hatten kein YouTube, kein Twitter, kein Snapchat. Und wir wissen nicht, was morgen kommt. Also insofern, es hat sich schon rasend viel verändert. Der zweite Rahmen sozusagen, der gesetzt ist, die Hochschule Darmstadt ist eine Hochschule für angewandte Wissenschaft. Was heißt das? Fachhochschule hat man früher gesagt, aber es geht um angewandte, anwendungsbezogene Wissenschaft.
Ich habe die Überzeugung, wenn wir über solche Dinge wie Online-Kommunikation sprechen, die sich so schnell verändern, dass wir wissenschaftliche Grundlagen dennoch brauchen, ein wissenschaftliches Grundverständnis brauchen, dass wir Konzepte verstehen, dass wir aber auch verstehen, wie kann man bestimmte Dinge auch so festmachen, dass man sie stärker versteht, dass man sie besser erklären kann, schlagkräftiger erklären kann als nur aus dem Bauch heraus. Und wenn ich Untersuchungen sehe, was motiviert eigentlich Leute in einem Shitstorm mitzumachen? Danke. Habe ich das Mikro schon so strapaziert gehabt? Sagenhaft. Gut, jetzt versteht man mich wieder, ich merke es auch selber. Jedenfalls, wenn man überlegt, welche Dinge man wirklich auf einer breiten Basis auch untersuchen kann und wenn man weiß, wie man an solche Ergebnisse rankommt, dann denke ich, ist das für die Praxis später auch sehr, sehr wichtig. Dann kann ich neue Entwicklungen auch anders einschätzen und ich kann Grundstrukturen verstehen. Deshalb angewandte Wissenschaft ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, und dann haben wir dieses schöne Stichwort Bologna. Mittlerweile gehen wir damit um, aber als wir die Wiedervereinigung hatten, habe ich eigentlich gedacht, die Zeit der 5-Jahrespläne ist vorbei. Dann kam Bologna. Das war letztendlich gleichbedeutend mit der Verpflichtung, Dinge so fest zu gießen, dass es für 5 Jahre, solange ein Studiengang akkreditiert ist, wie das so schön heißt, festgefressen ist oder fest definiert ist und beim zweiten Mal dann für 7 Jahre. Das heißt, wir haben 5- und 7-Jahrespläne in unseren Studiengängen. Mittlerweile haben wir gelernt, damit umzugehen. Das hat natürlich auch Vorteile. Man muss sehr transparent sein, was sind die Inhalte, was sind die Ziele eines Studiengangs bis hinunter zu jeder Lehrveranstaltung. Das ist auch ein hoher Wert, natürlich. Aber die Schwierigkeit natürlich, je fester ich das zurre, wie gehe ich dann eigentlich damit um? Mittlerweile haben wir gelernt, auch von anderen gelernt, das System so ein bisschen zu hacken und einfach auch mal so ein Modul zu definieren wie aktuelle Entwicklungen des Online-Marketings oder aktuelle Entwicklungen des Corporate Learnings. Und damit geht so etwas dann und es lässt sich sehr viel leichter in die Schubladen hineinbringen, die vorgegeben sind. Also Transformation findet statt, Transformation findet außen statt. Das wäre der zweite Schritt meiner Betrachtung. Ein paar Aspekte, was wir so wahrnehmen, was sich tut, was Anforderungen sind. Manuel Castells, einer der berühmtesten Soziologen der Gegenwart, spanischer Soziologe, sehr viel in den USA unterwegs, hat mit seiner Trilogie zum Internet und zur Netzwerkgesellschaft, glaube ich, sehr, sehr vieles schon gesagt, wie letztendlich das Digitale die Gesellschaft verändert und auch, wie es die Bildung verändern muss. Also die Anforderung ist formuliert. Christian Kuhner, ich gehe mal in die Praxis hinein, ein Bekannter von mir, der sich sehr stark auch mit dem Arbeitsleben beschäftigt, der bei Adidas so etwas wie einen Think Tank aufgebaut hat, eine Corporate University aufgebaut hat, bringt das genau auf denselben Punkt, nur praxisbezogen. Die Arbeit, sagt er, findet in Netzwerken statt und nicht mehr klassisch in den Abteilungen. Und das führt uns nämlich zum nächsten Satz, den wir eigentlich seit Jahren ständig hören, das Ende der Silos. Ist es Realität, ist es nicht Realität, ist es Wunschgedanke, ist es ein sinnvoller Wunschgedanke? Ich glaube, viele Grenzen verschwimmen und viele Grenzen müssen verschwimmen, gerade wenn wir es auf Online-Kommunikation beziehen. Ich selber bin als Prof für Public Relations berufen, aber ich kann an vielen Stellen im Internet, in der Online-Kommunikation nicht mehr sagen, wo ist die Grenze zu Online-Marketing? Brauche ich auch nicht mehr. Das Ganze überlappt, profitiert voneinander, die Grenzen verschwinden, die Silos lösen sich langsam auf und das ist nur ein Beispiel. Ein anderer Aspekt, der eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren in der öffentlichen Diskussion ist, auch auf EU-Ebene und auf anderen Ebenen, ist das Stichwort des lebenslangen Lernens. Es ist doch ganz logisch, was wir hier tun, ist auch miteinander lernen, miteinander diskutieren. Und deshalb machen wir Map-Montage, deshalb gibt es Barcamps, deshalb gibt es Design-Thinking-Prozesse und alle anderen Geschichten. Hier ein Blick in ein Barcamp, das wir bei uns an der Hochschule organisiert haben zum Thema Content Strategy. Das ist eine Anforderung und die Anforderung und die Frage heißt ja auch, wie kann man Studierende darin unterstützen, dass sie sozusagen Strukturen des lebenslangen Lernens in der Hochschule schon lernen. Die Struktur dazu, das Denken dazu. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Anja hat das Denken vorhin auch so betont, wie wichtig das ist, das Mindset. Und ich glaube, da treffen wir uns immer wieder.
Und ein anderer Punkt, den hat Johnny Häusler vor ein paar Tagen in Wired sehr schön beschrieben, der ist auch etwas, was mich immer wieder beschäftigt. Wir können natürlich, so wissenschaftlich alles ist, nicht umhin, wenn wir Leute ausbilden wollen, die später im Online-Marketing unterwegs sein wollen, die Corporate Learning betreiben wollen, Online-PR, Social-Media-Manager, was auch immer machen wollen. Wir können nicht umhin, dass diese Leute praktische Erfahrungen brauchen. Sie müssen sehen, wie fühlt sich das eigentlich an, im Social Webseiten zu administrieren, Content zu generieren, Content-Strategien zu entwickeln, all diese Geschichten. Und Johnny Häusler hat vor allem betont, es ist auch wichtig, sich peu à peu ein Portfolio aufzubauen, das man im Prinzip neben das Zeugnis legen kann, um dann zu sagen, die und die Erfahrung habe ich eigentlich auch schon während des Studiums gemacht. Und das sind so Aspekte, die mich hier eben auch sehr stark umtreiben. Jetzt ist die Frage, wie kann man all diese Anforderungen oder ein paar dieser Überlegungen auch in einen Studiengang hineingießen. Was ich jetzt hier schildere, das sind Ansätze, die wir im Studiengang Online-Kommunikation gemacht haben, die teilweise auch im Studiengang Online-Journalismus schon begonnen wurden und in anderen Zusammenhängen unseres Fachbereichs auch. Ich kann aber jetzt nicht für Kollegen sprechen, insofern jetzt einfach ein paar Überlegungen, die wir jetzt hier versucht haben, in Online-Kommunikation hineinzubringen. Das eine ist natürlich die Frage, welche Inhalte spielen da eine Rolle. Wichtig ist da für uns, den Studiengang nicht einfach in einem Fachbereich anzusiedeln und zu sagen, das ist jetzt das Thema. Online-Kommunikation bedeutet, ich muss Technologie verstehen. Ich muss aber auch Kommunikation verstehen in einem gesellschaftlichen Sinne. Ich muss genauso Recht und Ethik verstehen. Ich muss viele andere Aspekte eben auch drauf haben. Gestaltung, Usability, Geschäftsmodelle, also die Ökonomie spielt natürlich eine wichtige Rolle, etc. Und eine Grundlage, die für uns sehr, sehr fundamental geworden ist, ist die Web Literacy Map. Diese Web Literacy Map ist von der Mozilla Foundation entwickelt worden, beziehungsweise sie hat dazu aufgerufen in einem offenen Prozess, dass sich Menschen Gedanken machen, was bedeutet eigentlich eine Online-Kompetenz. Und diese Web Literacy Map ist für uns insofern eine Richtschnur geworden, dass wir im Prinzip all die Themen, wie sie hier stehen, ins Studium integriert haben. Die meisten im Grundlagenjahr und andere dann vielleicht auch ein bisschen später erst. Also sowas wie Security, das kommt nicht gleich in den ersten zwei Semestern und Privacy, aber es ist integriert und ist für uns ein wichtiger Rahmen für eine professionelle Online-Kompetenz. Und auf die wird dann erst der Anwendungsbezug draufgebaut. Und wir haben eben, wie gesagt, die wissenschaftlichen Grundlagen. Die Bücher, die ich jetzt hier in meinem Regal stehen habe, liegen einfach an meiner Ausrichtung. Die Grundlagen beziehen sich eben, wie gesagt, auch auf Ökonomie, auch auf Technologie, Informatik, Recht und Pädagogik und andere. Bologna hat in der Anfangszeit leider dazu geführt, die Studiengänge sehr zu verschulen. Das heißt, man hat sich für einen Studiengang entschieden und die Linie war eigentlich relativ klar. Man hatte sehr wenig Möglichkeiten. Einmal gab es dann vielleicht noch die Möglichkeit, zwischen dem einen oder dem anderen Schwerpunkt zu wählen. Und das war es dann aber auch weitgehend. Unser Gefühl war, dass man das ein bisschen auflösen sollte. Natürlich brauchen wir Grundlagen, die verbindlich sind. Auf der anderen Seite war es uns sehr, sehr wichtig, sehr viel Eigenverantwortung an die Studierenden zu geben, viel mehr Wahlmöglichkeiten zu geben. Mehr als die Hälfte der Kurse sind Wahlmöglichkeiten, weit mehr als die Hälfte. Und das führt dann dazu, dass sich die Studierenden einfach auch individuelle Profile ausbilden können. Und wenn ich von Profilen rede, dann sind das hier die Anwendungsbezüge. Ich habe die Grundlagen geschildert gehabt mit der Web Literacy Map, die sich sicherlich inhaltlich immer auch weiterentwickelt, was die aktuelle Frage daran ist. Und das sind die Anwendungsfelder, die wir hier haben. Und das sind Felder, das klingt jetzt erstmal sehr naheliegend und nicht so überraschend, wenn man das Hochschulsystem ein bisschen näher anschaut, ist die Besonderheit daran, dass das Dinge sind, die normalerweise in vollkommen unterschiedlichen Fakultäten und Studiengängen unterrichtet werden. Ich glaube, ich kenne sonst keinen Studiengang, der Marketing und PR und Corporate Learning, Corporate Training zusammenbringt. Und hier ist eben unsere Idee, dass die Studierenden die Möglichkeit haben sollen, nicht auf einer Schiene zu fahren, sondern auch sich Überblickswissen zu schaffen, Querbezüge herzustellen. Die andere Frage ist natürlich, da sind wir wieder beim Mindset. Anja hat es angesprochen. Wie kann eigentlich Lehre funktionieren?
Das ist das klassische Bild. Einer steht vorne und hat die Fäden in der Hand. Ich finde es gar nicht so gut, hier allein vorne zu stehen. Das ist irgendwie jetzt genau das, was wir eigentlich, wo es geht, versuchen zu vermeiden, diese Frontalgeschichte. Sondern Lehre ist nach meinem Verständnis ein gemeinsamer Prozess. Und George Siemens, ein kanadischer Didaktiktheoretiker oder Theoretiker für didaktische Formen, hat den Konnektivismus geschaffen. Das ist ein Modell, das ein didaktisches Modell, das eben ganz anders funktioniert als dieses behavioristische. Ich fülle irgendwo was in die Köpfe ein, wie klassisch oft Lehre funktioniert, sondern er sieht genauso diese Vernetzung. Lernen findet in Netzwerken statt. Er nimmt wahr, dass die Studierenden untereinander sich vernetzen, dass sie sich aber auch nach draußen vernetzen. Und das ist das, was wir eben auch integrieren wollen. Beispielsweise eben auch, hier sieht man es mit einem Weblog, dass die PR-Studierenden von Jahr zu Jahr weitergeben, seit 2005. Gerade eben hat es der neue Jahrgang aus dem Studiengang Online-Kommunikation übernommen. Um sich einfach auch daran zu beteiligen, was in der Branche diskutiert wird, um mitzukriegen und auch Beiträge zu leisten, was die aktuellen Themen, Tools und Entwicklungen sind. Und das führt dann auch zu einem teilöffentlichen Lernen, teilweise auch zu einem öffentlichen Lernen, dass man im ersten Semester wirklich auch motiviert zu twittern. Warum denn nicht? Das gibt neue Vernetzungen und das gibt ganz neue Sichtbarkeiten. IBM hat eingeführt das System Working Aloud. Das ist sowas wie Learning Aloud. Und die Idee ist, dass man eben da neue Vernetzungspotenziale schafft. Ein anderes Konzept, das mich sehr, sehr beeindruckt hat in meiner Tätigkeit, in der ich früher war schon, hatte ich die Begegnung mit einem Didaktiker namens Jean-Paul Martin in Eichstätt, der das Konzept Lernen durch Lehren entwickelt hat. In Kürze zusammengefasst heißt das, dass man sehr viel besser selbst lernt, wenn man versucht, das, was man selber verstehen möchte, auch weitergibt. In dem Sinne, dass man andere drin schult. Das kann man nicht immer machen, aber es gibt sehr gute Bausteine, denke ich, wo man so etwas einbringen kann. Und gelegentlich tun wir so etwas, beispielsweise, ich sehe hier ein, zwei Leute, die damals auch mitgemacht haben, als Studierende beispielsweise ein Training für PR-Profis gemacht haben, wie man mit dem Social Web umgeht. Das ist schon ganz paar Jahre her. Aber solche Dinge können wir immer wieder umsetzen und ich denke, das ist ein sehr, sehr spannendes Konzept. Ein anderes Konzept, ich habe gerade von Barcamps gesprochen, von Barcamps geschwärmt, wie wichtig das ist. Wir haben hier den Versuch gemacht, gleich im ersten Semester Barcamps zu integrieren. Erstmal interne Barcamps, die Studierenden können sich gegenseitig einfach auf den Stand bringen. Sie haben unterschiedliche Vorerfahrungen, haben womöglich eine Ausbildung gemacht oder andere Erfahrungen. Und das ist für uns etwas, was auch ein sehr konstitutionelles Element geworden ist. Und der letzte Punkt, Lernagenturen, also praktische Projekte mit konkreten Aufträgen, mit der konkreten Überlegung, was kann man eigentlich tun, im Auftrag vielleicht einer NGO, im Auftrag aber auch vielleicht eines Unternehmens oder auch hier die Live-Kommunikation fürs Content Strategy Forum zu übernehmen. Davon stammt dieses Bild. Klar, wir haben auch Diskussionen. Der Studiengang ist neu, Online-Kommunikation. Der Studiengang Online-Journalismus ist etabliert in 11 Jahren. Trotzdem überlegen wir natürlich immer, wie gut funktioniert das eigentlich, was wir tun. Und eine Sicherheit haben wir da natürlich noch lange nicht. Und ein Thema, das wir regelmäßig diskutieren, vor allem auch mit Studierenden, ist eben genau das, wie bewegen Sie sich durch einen solchen Studiengang? Wählen Sie jetzt doch auf einer Schiene komplett den Strang Online-Marketing oder halten Sie beispielsweise sich offen, wohin Sie schauen und nehmen überall etwas mit? Und was ist da das Erfolgversprechendere am Markt? Das ist etwas, was sich natürlich entwickeln muss, wo wir schauen müssen und wo die Studierenden, wie gesagt, eine hohe Eigenverantwortung haben. Ein anderer Punkt, über den wir vor allem im Kollegenkreis immer wieder diskutieren, ist, wenn der Anteil der verpflichtenden Lehrveranstaltungen nicht so riesig groß ist, bekommen die Studierenden dann genug Basics mit?
Ich bin da sehr optimistisch, weil ich eigentlich glaube, dass Studierende sehr wohl wissen und sehr wohl spüren, auch beispielsweise, wenn sie ein komplettes Semester in der Praxisphase sind, wo sie noch nachlegen müssen, was sie noch zusätzlich wählen sollten, um ihr Profil, so wie sie sich es vorstellen, sozusagen abzurunden. Aber auch da müssen wir natürlich sehen, das muss man noch gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Tja, und nun, jetzt habe ich ein paar Bausteine von Transformation geschildert. Es sind Ansätze, ein paar Dinge anders zu machen, als man es vielleicht ganz klassisch vermutet. Ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir werden nie an diesem Ziel sein, wahrscheinlich sogar, sondern wir werden immer anpassen müssen. Wir werden, wenn wir in 4 Jahren den Studiengang reakkreditieren, mal gucken, was wir da dann sozusagen wieder verändern müssen. Aber ein paar Sachen sehe ich auch ganz aktuell. Und das hier ist ein Bild aus Frankfurt, vom Frankfurter Bahnhof, Stichwort Train of Hope. Und ich denke, da sind ganz, ganz gewaltige Aufgaben vor uns. Für uns, die wir Bildung versuchen zu vermitteln, zu entwickeln, ist natürlich die Frage, wie können wir Menschen, die zu uns gekommen sind, sehr gut hier integrieren, auch in unsere Hochschulen. Das ist eine riesige Herausforderung, wo wir noch keine Patentrezepte haben. Dies wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Aber das ist nur pass pro toto. Das ist ein großes Thema. Ein anderes, das mich natürlich genauso bewegt und uns alle, glaube ich, auch bewegt, ist, wie wir hier sind am Webmontag, sind die meisten von uns wahrscheinlich in irgendeiner Weise mit dem Internet sehr, sehr eng verbunden. Wir leben darin, wir arbeiten darin, wir verdienen vielleicht auch unser Geld damit, aber wir haben teilweise im Internet natürlich Dinge, die alles andere als schön sind. Wenn ich die Diskussionskultur in manchen Ecken des Internets sehe, da müssen wir noch eine ganze Menge tun. Und wenn ich überlege, wie letztendlich auch über das Internet geredet wird, wie plötzlich die Internetnutzer und alle Kommunikationsnutzer verdächtig sind und man sicherheitshalber erstmal alles abspeichert oder wie man überlegt, macht man ein Internet unterschiedlicher Geschwindigkeiten, dann glaube ich, müssen wir auch dafür sehr viel Gefühl entwickeln, was dieses Internet eigentlich auch bedeutet, wie wir es weiterentwickeln und schützen können. Einfach vorbeikommen, aber gerne auch weitergeben Wissen. Wir brauchen immer Leute, die Lust darauf haben. Wir haben jetzt noch Fragen auch wieder. Genau. Wir wollen mal gucken. Ja, und zwar, wo fängt für dich das Wissen, um dieses Internet oder um diesen Wandel zu beherrschen oder zu gestalten zu können, letzten Endes an? Hier war die konkrete Frage, was hältst du vom Coding Grundlagen lernen in der Grundschule? Also Grundschuldidaktik ist gar nicht meine Baustelle, insofern tue ich mich da wirklich schwer. Also wir haben erstmal Coding-Grundlagen bei uns im Studiengang drin, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass sehr häufig zu Kommunikationsstudiengängen sich Studieninteressenten melden, die eigentlich lieber kommunizieren als coden. Und das zusammenzubringen, ist schon mal eine Herausforderung. Ich persönlich, das kann ich jetzt vielleicht als Familienvater sprechen, weiß nicht, ob jetzt Grundschule, aber irgendwann im Laufe der Schulbildung würde ich mir es tatsächlich wünschen. Ist das tatsächlich auch so, dass viel zu spät auf so Entwicklungen dann reagiert wird im schulischen System? Wie gesagt, also ich bin nicht der Experte für das schulische System und kann da jetzt wirklich nur als Privatperson sprechen. Vieles entwickelt sich da natürlich schon, aber wenn es um neue technologische Entwicklungen geht, habe ich schon sehr stark das Gefühl, dass wir da mit den meisten Schulen ziemlich weit hinten dran sind. Ja gut, dann gab es hier noch die Frage zum Stichwort Fachidioten. Am Ende steht ja Online-Kommunikation auf dem Zettel. Wie macht man das als Absolvent, wenn man jetzt draußen in die Wirtschaft geht und sich bewirbt mit diesem Abschluss, dass man eben nicht abgestempelt wird, dass man zu fachspezifisch studiert hat? Ja, ich denke, das ist erstmal durch das Portfolio, das man sich erarbeitet im Studiengang. Und das andere ist, dass wir eben gerade versuchen, Online-Kommunikation nicht aus der Perspektive genau einer Disziplin zu betrachten. Also es
gibt auch die Möglichkeit, so einen Studiengang Online-Kommunikation rein in der Wirtschaftsfakultät unterzubringen. Und dann hat man eben nur diese Themen wie Internetökonomie und ähnliche Geschichten drin. Und das war genau nicht unser Ansatz. Wir haben auch sehr bewusst im Kollegium eine sehr, sehr bunte Mischung. Wir haben in unserem Kollegium allein im Studiengang zwei Kommunikationswissenschaftler, einen Informatiker, der auch eine pädagogische Ausbildung hat, und eine Online-Marketing-Professorin. Aber gibt es dann auch weiterhin die Aufklärung auch für die Leute draußen, die Arbeitgeber, die dann darüber aufgeklärt werden, dass es eben ein toller Studiengang, ein breites Wissen ist, das sich da der Student aufgebaut hat? Ich glaube, jeder unserer Studenten, die mit Oncom twittert oder im Weblog PR-Fundsachen oder bei anderen Online-Projekten mitmacht, bietet einen kleinen Baustein und macht ein bisschen sichtbar, was dieser Studiengang eigentlich tut. Und das versuchen wir natürlich auch nach außen zu tragen, zu zeigen, was eigentlich da drin steckt. Und formal ist es so, das ist tatsächlich etwas Positives an Bologna, ist wirklich auch die gesamte Qualifikation, die jemand im Laufe seines Studiums mitnimmt, natürlich genau dokumentiert, sodass man einfach auch sehen kann, okay, was im Einzelnen wurde da drin gemacht. Dankeschön. Eine Frage haben wir noch, und zwar, wie hältst du dich mit den aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden? Das ist der Luxus an meinem Beruf, dass ich ständig lernen darf. Also ich habe riesigen Spaß daran, einfach neue Dinge auszuprobieren. Ich lese sehr, sehr viel. Ich habe sehr viel abonniert, nach wie vor RSS-Feeds sehr viele, gucke sehr viel auf Twitter, und ich versuche, wenn irgend möglich, so einen halben Tag die Woche, den Freitagnachmittag rumzuspielen. Wie sieht es aus mit so neuen Netzwerken, die auf den Markt kommen? Hier in Deutschland ist momentan relativ hip, bei Snapchat unterwegs zu sein. Schauen Sie sich das auch an? Ja, ich habe auch einen Account, aber ich muss sagen, die Usability, da habe ich ein Problem, da bin ich zu alt. Aber nein, ich gucke mir das an, ich gucke mir auch an, was können Firmen damit machen. Das ist für mich natürlich auch eine spannende Geschichte, das in Marketing und Kommunikation einzusetzen beispielsweise. Die Fallbeispiele mal zu gucken, was macht die NBA eigentlich auf Snapchat. Das sind sehr coole Sachen, das ist sehr spannend. Und da habe ich jetzt nicht so ganz den Draht gefunden, aber ansonsten spiele ich eigentlich rum, wo es geht, und auch mal mit Ello. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den Beitrag, Professor Dr. Thomas Pley. Dankeschön.